Die deutsche Hundeberaterin Franziska Theurer hat erstmals in Österreich ein Seminar abgehalten. Wir fragten die Teilnehmer nach ihren Beweggründen, das Seminar zu besuchen. Für mich war das der Grund, weil ich die Information von einer Bekannten bekommen habe und das der Weg war, damit ich meinen Hund viel besser verstehen kann und mit meinem Hund viel besser umgehen kann, dass es mir besser geht und dem Hund besser geht. Und was war das Wichtigste, was Sie mitgenommen haben aus diesen 3 Tagen? Mit dem auf den Hund besser einzugehen, in Ruhe alles zu machen und meinen Weg mit dem Hund einfach glücklicher weiterzugehen. Die Methode von Franziska Theurer kennt keine Befehle wie Platz, Sitz oder Halt. Auch Leckerli werden nicht als Belohnung verabreicht. Mich interessiert das und ich wollte da einmal teilnehmen, weil die Kira teilweise auch Verhalten hat, die mir nicht gefallen und die halt nicht okay sind. Nicht? Also die Franziska kann ich nur weiterempfehlen, die ist super. Also ich gehe nie in eine normale Hundeschule. Ich habe es auch probiert, als wie die Kira Welpe war, aber das tat ich nie wieder, weil der Hund wird nicht angeschaut. Was ist der Hund, was braucht der Hund, welcher Hund ist er? Da wird nur konditioniert, egal welcher Hund das ist. Wer hat mehr mitgenommen vom Seminar? Das Frauerl oder der Hund? Das Frauerl, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man als Hundehalter das alles weiß, weil ich kann das an meinen Hund weitergeben. Die Methode basiert ganz auf dem absoluten Vertrauen zwischen Mensch und Hund. Sie waren ja schon auch bei anderen Hundeschulen. Was ist der Unterschied zu der Methode, die Sie jetzt von der Franziska kennengelernt haben? Die erste Hundeschule war für mich, ich glaube, da war er einfach zu jung. Die zweite Schule, die ist irgendwo korrekter, also konsequenter. Und bei der Franziska geht es mit Liebe und ganz mit Ruhe herunter. Und das hat mir einfach behagt. Ich werde sicher noch der Methode von der Franziska arbeiten. Jetzt einmal. Ja. Franziska Theurer zum ersten Mal in Österreich bei einem Seminar. Wie ist das Seminar abgelaufen in Wethofen? Es war ganz, 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 ganz toll. Ich bin schwer begeistert von den vielen Eindrücken. Ich fühlte mich von Anfang an, ich bin schon 2 Tage eher angereist, von Herzen willkommen, egal wo ich war. Mir gefällt die Landschaft unheimlich gut, die Natur außenrum. Ich habe mich rundum wohl gefühlt. Es ist ja immer eine große Herausforderung für Sie, weil Sie ja eigentlich nicht wissen, welche Hunde auf Sie zukommen, welche Probleme auf Sie zukommen. Ist das eine Art Familienaufstellung, die Sie auch mit den Hunden, aber auch mit den Menschen aufführen? Es hat was davon, könnte man meinen. Also es war tatsächlich ersichtlich, jetzt vor allem heute am letzten Tag, dass sich da so ganz viel emotional bewegt hat und in dem einen oder anderen Menschen so eigene persönliche Themen zum Vorschein kamen, die wir natürlich auch besprochen haben. Also das ist so eine Rundumgeschichte. Die Nachfrage wäre sehr gut, was dieses Seminar betrifft. Wird es eine Fortsetzung geben? Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir das organisiert kriegen. Aber die Planung läuft. Ja, was war eigentlich der Grund, warum Sie an diesem Hundeseminar teilgenommen haben? Der Grund war der, dass ich bis jetzt diese altbekannten Methoden probiert habe mit Sitz, Platz. Und an der Leinenführigkeit bin ich dann gescheitert, wie ich gemerkt habe, dass die herkömmlichen Methoden auch mit viel Geduld und wirklich konsequent nicht wirklich gefruchtet haben. Und ich wollte eigentlich einfach für mich eine andere Methode, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin keine Einheit mit meinem Hund. Jetzt sind Sie auf die Franziska Theurer gestoßen und haben am Seminar teilgenommen. Was haben Sie mitgenommen von diesem Seminar? Sehr, sehr, sehr viel. Also im Umgang mit Hunden, mit meinem Hund, andere Sichtweise, andere
Art, mir Situationen anzusehen und ganz viel Ruhe. Ich habe jetzt nicht mehr den Druck, ich muss jetzt das und das machen, weil mein Hund ist zu wenig ausgelastet. Im vollendeten Fall funktioniert die Kommunikation mental, wertschätzend und respektvoll. Auch schwierige Hunde können so wieder ein Vertrauensverhältnis zum Menschen aufbauen. Der Grund war der, ich wollte mehr wissen über Tierkommunikation. Für mich war sehr interessant, wie funktioniert das, ohne Worte zu sprechen, nur über Gedanken. Das war für mich sehr wichtig. Ich denke, es ist ganz einfach, einen Hund zu leiten, auch mit Gedanken. Aber man muss es lernen und man muss den richtigen Menschen dazu finden. Und das hat da bei diesem dreitägigen Seminar wunderbar geklappt. Ich habe da an der Franzi einen Menschen kennengelernt, der sehr viel Herzenswärme hat und der genau diese Dinge alle vertritt, die ich gerne mit meinem Hund arbeiten möchte. Und das hat mir irrsinnig gut gefallen und ich möchte auf jeden Fall wieder ein Seminar mit ihr machen.